Ja, Leute, was geht? Es geht weiter mit Mass Effect, dem Bruder von Twix Effect und dem Bruder von Bounty Effect. Wir machen weiter. Ne? Das ist absolut erlogen und das habe ich mir absolut ausgedacht. Was man bestimmt nicht gemerkt hat. Kappa. Ja, und es geht weiter mit unserem wunderschönen Spiel hier. Und ja, ich habe keine Ahnung, wo wir hin müssen. Ich glaube, meine Einleitung werden auch mal bescheuert. Hi. Auf die Konsole. Meine Einleitung bin auch mal bescheuert, ne? Problem. Wir haben es fast geschafft, Pathfinder. Es fehlt nur noch eine Konsole, um die Tür zu öffnen. Was? Was für eine Konsole? Was für eine Tür? Junge, hast du jetzt... Die Umgebungstemperaturen liegen innerhalb des Toleranzbereichs. Hast du was genommen oder wo? Wo siehst du bitte hier eine Tür? Okay, jo, lauf bei dir. Ah, hier. Mist! Warum ist hier eine Tür? Ich kann mich nicht mehr wirklich lustig machen. Fuck! Ich glaube, das war's. Ah, Scheißspiel. Ich registriere Temperatur. Wenn das hier der typische, jeder Verbrecher kämpft für sich selbst Ort ist, ja, sollten wir besser vorsichtig sein. Ja, haben Sie schon mal von Ganoven-Ehre gehört? Nee. Was? Den Ausdruck gibt's immer noch? Wenn wir die Quelle nicht bald finden, müssen wir unser Wasser rationieren. Ich lasse alle nachsehen, was sie noch... Ja. Immer noch heiß. Was? Junge, du bist auf einem Wüstenplanet. Jo, ist heiß. Achso, ja gut, danke, danke für den Tipp. Danke, danke für den Tipp. Also, ich liebe. Ich mag EA. Ich glaube, lange halten wir es nicht mehr aus in dieser... EA, ich finde euch echt sympathisch. Es ist echt schön, dass ihr mir so reinkommt. Ja. Ja, ja. Wir sind mit Sektor 15 durch. Hier ist nichts verflucht. Okay, ich hab Nachstreichen von der Liste. Denkst du, Nia hat vielleicht in ihrem Büro Informationen über die Wasserquelle? Du meinst an den Docks? Die haben da abartige Sicherheitsmaßnahmen, da kommen wir nie rein. Hey, ich versuche nur eine Lösung zu finden. Wir können ja schlecht das gesamte Ödland durchkämmen. Sag mal, hast du eigentlich daran gedacht, den Funk auf Einzelempfänger zu stellen? Was? Oh, die Verbindung ist abgebrochen. Wir müssen etwas tun. Wir haben nicht genug zu tun. Das gefährdet das langfristige Überleben aller, die hier sind. Kroganer ebenso wie Exilanten. Wir müssen versuchen, die Situation zu verbessern. Das wollte ich hören. Wo fangen wir an? Diese Plünderer haben über die Sicherheitsmaßnahmen rund um Enias Büro gesprochen. Ich wette, dort werden wir fündig. So. Draußen sind nicht als Sand, also wow. Also in der Wüste ist Sand, habe ich mir jetzt gemerkt. Noch irgendwelche Ratschläge zum Sonntag? Nein, gut, sehr gut, danke. Also ein Wüstenplanet ist voller Sand und er ist heiß. Das habe ich heute gelernt. Oh, ich fühle mich sehr weitergebildet, muss ich sagen. Es war mir auch so. Temperaturen steigen an. Es war mir okay, gut. Ich war mir auch schon doch so noch nie bewusst, muss ich sagen, dass in der Wüste Sand herrscht. Das wusste ich noch nicht. Bildungslücke ist eindeutig gelöst, also eindeutig kann man dieses Spiel... Umgebungstemperaturen liegen innerhalb des Toleranzbereichs. Ich war noch nicht in der Wüste, ne, aber... Wo kommt das Flack an? Okay. Ja, da ist er nicht. Noch heiß. Temperaturen steigen an. Ich glaube, ich habe ein bisschen über das Spiel lustig, ne? Die Umgebungstemperatur liegt im normalen Bereich. Ich mag das Spiel. Ist ein cooles Spiel. Ich mache mir da ein bisschen über ein paar Aussagen von den ein bisschen auf. Was ist das? Krisenaktion, ja, du. Krise, du. Ich bin auch gleich in der Krise. Wir müssen was unternehmen, Kleiner. Wir können nicht zulassen, dass diese Plünderer die Leute ermorden. Beeilen wir uns. Wir müssen so schnell wie möglich dorthin.
Doch, können wir schon, aber weniger Quest. Reparaturen liegen im Normalbereich, Pathfinder. Das hab ich doch gesagt, oh, tut mir leid. Ich meine natürlich, um Gottes Willen müssen wir um jeden Preis verhindern. Wir müssen jedes Lebewesen, jeden Menschen müssen wir retten. Jeder Mensch verdient es, gerettet zu werden. Ach, hier hätte ich weiter müssen. Jetzt Spoiler, die Tür geht nicht auf, ne? Da dachte ich mir doch. Muss ich da rein oder? Ja, hier musste ich eigentlich dann Tür. Also es kann auch wieder sein, dass es wieder später erst geht. Okay, dann machen wir erstmal was anderes. Dann ist ja nicht schlimm. Dann machen wir die Erinnerungsauslöser. Wie viel gibt's davon? Die drei, sagst du? Genau, machen wir erstmal die Erinnerungsauslöser und dann machen wir das dazu. Dann lass uns hier hin. Und dann fahren wir da zu den Erinnerungsdinger. Genau, machen wir ganz in Ruhe. Dann haben wir das auch. Wollen wir dann vielleicht. Machen wir auf die Tempest. Na, warum hat schon auf die Tempest wieder? Ich weiß nicht. Temperaturen steigen. Ich bin immer. Oh, ich mag immer ganz gerne einen Planet durchmachen. Mal gucken. Ah, gut, dann gucken wir uns ja einen Quest später an. Was war Ihr Plan für Andromeda? Entdecker? Farmer? Voller Verachtung durch die Erde pflügen? Es gibt immer was zu erschießen. Und wer was anderes behauptet, belügt sich selbst. Temperaturen liegen im Normalbereich, Pathfinder. Achtung! In dieser Stätte könnten sich Relikte aufhalten. Kampfbereit machen! Pathfinder, vor uns liegt eine Reliktstätte. Möglicherweise mit aktiven Verteidigungssystemen. Cool. Pathfinder. Ich orte Konstrukte von Plünderern voraus. Guten Tag, hallo, ich brauche die Erinnerung. Hä? Achso, ich muss mich. Ah, kalte Knarre! Nein! Ah, das ist doch. Schnell und sauber mit Calvon gewaschen. Temperaturen steigen ab. Topform. Oh, Stufe 40. Ist das die Maximalstufe? Aber irgendwie habe ich das nie gemerkt, dass ich irgendwie, keine Ahnung, irgendwie nie besser gemerkt. Ich habe ja auch nie geskillt, ne? Stimmt, ich hab doch nie gehört. Als sie doch. Noch eine Erinnerungsbenachrichtigung. Eine der Erinnerungen Ihres Vaters ist jetzt zugänglich. Kehren Sie zum Sam-Kern auf dem Hyperion zurück, um mehr zu erfahren. Ja, gut. Ich guck mal. Auf der Hyperion. Nee, Hyperion ist das. Nee, Sea Tempest. Das ist das andere Ding. Die Neck. Oh, den muss ich auf die Neck. Nee, muss ich auf die Nexus. Echt, das weiß ich das nicht. Aber dann können wir ja auch jetzt theoretisch, so machen. Dann fahren wir einfach da lang. Geil. Nee, dann machen wir es für die Medizindinger später. Man muss ja auch egal, wann wir was machen. Hauptsache, wir kommen voran. Ne? Das Gute ist auch, das finde ich wieder ganz gut, wenn du an einer Quest nicht weiterkommst, du kannst sofort an der nächsten arbeiten und ohne, dass du groß Zeit verlierst, wie in manchen Spielen. Ne? Wenn du dann merkst, in der Quest geht aber nicht weiter, dann musst du mehr irgendwas machen. Überlebt. Ich habe alleine überlebt. Was ist daran großartig? Wir stehen auf jeder Menge Knochen, ob sie es wissen oder nicht. Umgebungstemperaturen liegen innerhalb des Toleranzbereichs. Ah.
Oh! Ich hasse meinen Vater. Das ist eine scheiß Erinnerung. Arschloch. Das Viech tut ja richtig. Ja, okay. Das ist damit auch erledigt. Pathfinder. Sam, noch eine Erinnerungsbenachrichtigung. Eine der Erinnerungen Ihres Vaters ist jetzt zugänglich. Kehren Sie zum Sam-Clan auf dem Imperium zurück, um mehr zu erfahren. Das ist aber der beste Kampf ever. Junge, wenn du mal alle 5 Sekunden angreifst, dann kann ich... Die Zeit hab ich auch noch. Sehr schön. Temperatur steigt, Pathfinder. Wie alt sind Sie, Bibi? 100 und ein paar zerquetschte. Dann sind Sie ja noch ein Küken. Na gut. Hey, ich habe schon einiges gesehen. Das bezweifle ich gar nicht. Aber Sie haben noch viele Jahre vor sich. Sorgen Sie dafür, dass Sie sie genießen können. Also über 100 werden. Ich weiß gar nicht, ist das geil? Also, wenn ich dann so kerngesund wäre, ja, why not? Obwohl, kommt drauf an, ne? Wenn Menschen um dich herum mal auch 100, über 100 werden können, dann ist auch kacke. Und du halt der Einzige bist irgendwie, der, wenn ich, du kannst auch 800 Jahre alt werden kann und denen es dann immer noch körperlich sehr gut geht und alle um dich herum immer, hast du echt lange Rente. Und alle um dich herum immer drauf gehen, ist halt auch irgendwie scheiße, ne? Keine Ahnung. Aber interessant finde ich. Ich glaube, ich würde es. Keine Ahnung. Aber vielleicht gewöhnt man sich auch dann irgendwann dran. Könnte ich mir auch vorstellen. Dass man dann vielleicht den Tod anders sieht irgendwann. Man okay, und du kannst dich da nicht festhalten, weil Gründe. Manchmal. Jemand mit Erfahrung im Team zu haben, das sind doch alles Milchgesichter. Ich habe Dinge gegessen, die älter waren als Sie alle. Ich registriere Temperaturen über dem Normalwert. Alter, da hat ja jemand ganz genau ausgerechnet. Sieht aus, als wäre das wieder ein Tor zu einer Erinnerung gewesen, Sam. Und zwar das letzte. Allerdings ist eine weitere Verschlüsselungsstufe aktiv. Leider sind die Voraussetzungen zur Freischaltung noch nicht gegeben. Okay, gib mir Bescheid, sobald sich das ändert. Keine Ahnung, was Dad vorhatte.
Wollen wir dann, jetzt lohnt sich eigentlich sowieso nicht mehr eine Quest anzufangen. Wollen wir dann mal, wir gehen mal auf die Tempest. Umgebung. Dann ist gestartet, achso. Ich hatte schon irgendwie die Quest gestartet. Hätte sein können durch Tempest. Ich glaube, Lexi möchte mit Ihnen reden. Was ist? Hab ich zugehört? Ja, so. Ich empfange etwas. Wenn das die Quest ist, ist okay. Nexus. Nee. Ah, wenn man nicht einfach irgendwie eher da. Nexus. Eine Geiselnahme in den Hydrokulturen endete friedlich, nachdem es dem menschlichen Pathfinder gelungen war, zwischen Demonstranten und Nexus-Beamten zu... Einmal Schulterklopfen an mich. Danke, danke. Gut, dann machen wir heute mal die Erinnerungen. Das war HNS mit den aktuellsten Neuigkeiten. Sehr schön. Ryder, eine der Erinnerungen Ihres Vaters ist verfügbar. Das war vorerst alles. Natürlich. Was für eine Frage! Ryder, eine der Erinnerungen Ihres Vaters ist verfügbar. Sehen wir sie uns an. Diese Erinnerung stammt aus der Zeit, nachdem bei Ihrer Mutter die Krankheit diagnostiziert worden war. Es ist simpel. Wir nehmen Sam. Wen? Die KI. Simulierte adaptive Matrix. Sam. Wir nehmen deine Forschung und koppeln Sam mit einem Implantat. Meine Arbeit über Bioimplantate war erfolgreich, aber das... Ich weiß nicht. Was hat der Arzt gesagt? Alec. Was hat er gesagt? Es wird schlimmer. Damit ist alles klar. Es wird klappen. Sam, heilt dich. Alec, ich bin kein Krieg, den du gewinnen musst. Du bist kein N7 mehr. Das heißt nicht, dass wir... Sie haben dich deshalb aus der Allianz geworfen. Es geht hier um dein Leben. Alec, aber vielleicht ist meine Zeit einfach gekommen. Ich bin ein Mensch. Wir sterben. Ist nun mal so. Alec, bitte.
Dich zu verlieren ist keine Option. Und die Kinder verlieren ihre Mutter nicht. Sie hatten schon keinen Vater. Dann sei einer. Sie würden ihn umtauschen. Kann dieser Sam schon sprechen? Hallo Anne, warum geht ein Baum zum Zahnarzt? Zur Wurzelbehandlung. Humoralgorithmen. Er begreift's noch nicht so ganz. Könnte aber auch am Lehrer liegen. Das fühlte sich völlig real an. Mom war da. Am Leben. Es war mein erstes Zusammentreffen mit Ellen. An diesem Tag begann mein Unterricht über die menschliche Sterblichkeit. Ihre Mutter schien auf den Tod vorbereitet zu sein. Mom dachte immer praktisch. Es zu leugnen hätte kein Problem gelöst. Aber Alec hat es nicht so gesehen. Er hat nicht nachgelassen. Die Logik kannst du vergessen, wenn deine Frau stirbt. Ich begreife langsam, woher die Entschlossenheit ihres Vaters kam. Private Audiologs sind jetzt im Quartier ihres Vaters verfügbar. Ihr Fortschritt als Pathfinder hat eine weitere Erinnerung freigeschaltet. Sehen wir sie uns an. Diese Erinnerung zeigt ein Familienzusammentreffen auf der Erde. Endlich. Der Ryder-Clan in einem Raum. Kommt mir vor, als wäre es Jahre her. Oder mehr. Ich nehme, was ich kriegen kann. Ich habe euch vermisst. Wie fühlst du dich, Mom? Nein, das machen wir nicht. Nur eine Regel. Wir reden nicht über mich. Mir geht's gut. Und wenn nicht, habe ich Pillen. Okay? Okay. Gut, reden wir von was anderem. Alec? Echt jetzt? Ihr seid beide gewachsen. Ja, Dad, das kann schon mal vorkommen. Ja, ich weiß. Also, die Allianz soll an einem neuen Mako arbeiten. Ja, und man kann ihn aus einem Schiff abwerfen. Ich weiß, angeblich kriegen wir bei der nächsten Expedition einen. Erkundet ihr immer noch die Attika-Traverse? Wir haben vielleicht eine Proteaner-Stätte gefunden. Bislang keine Artefakte. Wir graben noch. Mit den ersten Ruinen auf dem Mars veränderte sich mein Leben. Außerirdische waren real. Wir mussten sie nur finden. Genau. Ich sehe mir jeden Morgen ein Masseneffektportal an und denke, was ist auf der anderen Seite? Verlier das nicht. Denn sobald du aufhörst, dich das zu fragen, stirbst du innerlich ein bisschen. Keine Chance. Wir haben das im Blut. Durch dich. Wie war das, Dad, als du das erste Portal durchschritten hast? Vergiss die Geschichten. Das Charon-Portal hat uns allen Angst gemacht. Einschließlich Admiral Grissom. Lasst uns jetzt essen, was eure Mutter den ganzen Tag gekocht hat. Und ich erzähle euch davon. Daran erinnere ich mich. Mom hat sich beschwert, dass der Ryder-Clan nie gleichzeitig im selben Zimmer war. Merkwürdig, wo sie doch eine Familie waren. Die Menschen sind beschäftigt. Sarah und ich wollten auf eigenen Beinen stehen. Ein Weg, auf den ihr Vater anscheinend Einfluss genommen hat. Ja. Ob gut oder schlecht, deine Eltern färben einfach auf dich ab. So eine Art Symbiose? Ja, könnte sein. Allerdings nicht immer zum Vorteil. Sie sind daraus hervorgegangen. Das Urteil darüber ist noch nicht gesprochen. Jedenfalls habe ich an diesem Tag verstanden, was emotionale Bindungen in einer Familie sind. Ihr Fortschritt als Pathfinder hat eine weitere Erinnerung freigeschaltet. Sehr schön, aber ich würde erst mal sagen, für heute reicht's dann erst. Dann haben wir bei 25 Minuten haben wir schon ein paar Änderungen angehört. Nächstes Mal machen wir weiter und hören uns weiterhin an. Und dann, ja, mal gucken, was wir nächste Folge noch so machen. Kann auch sein, dass wir nur Änderungen hören. Mal gucken. Wir sehen uns. Bis zur nächsten Folge. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Bis morgen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Vielen Dank für alles. Haut rein. Bis morgen. Tschüssi. Bis dann. Ciao.